zusammen, willkommen bei Sodis World. Grüßt euch, schön, dass ihr wieder da seid. Heute machen wir Eierbrot, auf Griechisch gesagt Avrofetes. Da tunken wir einfach altes Brot in eine Eimischung und braten diese kurz an. Das ist gut zum Mittagessen essen oder auch Abendessen. Und man kann altes Brot verwenden, Toastbrot verwenden, Baguettebrot, alles das, was man da hat. Ich hatte jetzt gerade altes Brot da, aber leider Baguettebrot. Und das verarbeiten wir jetzt mal. Los geht's! Ich habe jetzt das Brot in Scheiben geschnitten. 3 Eier in einer tiefen Schüssel, je nachdem wie viel Brot ihr natürlich habt. Mit bisschen Salz und Pfeffer. Und jetzt rühre ich das Ei. Und danach tunken wir das Brot hier rein. Und dann wird es schön angebraten. So. So. Jetzt nehmen wir das Brot. Tunken das hier rein. So. Drehen es um, dass es von beiden Seiten die Eiermischung abbekommt. Und legen die mal ab auf einen Teller, bis wir sie anbraten werden. So. So, jetzt habe ich alle in die Eiermischung eingetunkt und jetzt geht's zum Braten. So, jetzt erhitzen wir etwas Öl in einer Pfanne. So, und jetzt bratet man das Eierbrot einfach so, ja, circa 2-3 Minuten an, je nachdem wie heiß die Pfanne ist. Und dann tun wir das auf dem Teller mit etwas Zewa drauf, damit das Fett abtropft. So, es bekommt langsam schöne Farbe. Guck mal, wie schön es aussieht. Mmh, yummy, yummy, yummy. So, die erste Ladung habe ich schon hier drauf gelegt und gleich sind die anderen auch fertig. So, Dalle, so sehen die Avrofetes aus, das Eierbrot. Und es ist bereit zum Essen. So, das müssen wir doch gleich probieren. So, dann mal gucken. Echt gut, echt yummy. Natürlich braucht ihr noch irgendetwas dazu, vielleicht einen Salat oder ein Tzatziki. Man könnte auch noch vom restlichen Brot Bruschettas machen mit Tomate. Wird auch ganz, ganz lecker werden. Und was noch? Ja, das. Genau. Also, ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, wenn ihr das Video kommentiert und euch gefallen hat, einfach teilen. Und bis zum nächsten Video. Schön, dass ihr auch immer da seid und uns verfolgt. Liebe Grüße, euer Sodis World.